Schön, dass du da bist, lieber Steinbock. Single-Orakel, Juni 2022. Wann du Single bist, das heißt in keiner festen Partnerschaft. Es kann sein, dass du im Moment gar niemanden jetzt kennst und aber offen bist dafür, jemanden kennenzulernen, in der Partnerschaft zu gehen. Dann bist du da richtig bei diesem kollektiven Orakel. Und weiters, zum Beispiel, wenn du in einer Dreieckskonstellation bist, also in keiner festen Partnerschaft, wenn du die heimliche Geliebte bist, zum Beispiel, sprich aus der Sicht einer Frau, wenn du Mann bist, rast das entsprechend um, bitte. Ja, wenn es einen Herzensmenschen gibt, mit dem du aber keine Partnerschaft führst, ja. Oder gerade jemanden am Kennenlernen bist, dann bist du da richtig. Du weißt, dass kollektive Kartenlegungen in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung ersetzen, lieber Steinbock. Und schau einfach, ob du resonierst mit der Situation. Schau einfach die ersten Minuten. Und dann wirst du sehen, ob du diesmal dabei bist bei der Gruppe. Und wenn nicht, dann schau einfach der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen oder Mondzeichen, lieber Steinbock. Gut. Ich freue mich drauf. Steinbock-Singles. Juni 2022. Steinbock. Leg mal ein paar Karten auf, lieber Steinbock. Gut. Also, die Karten beschreiben eine Situation, lieber Steinbock. In der jüngsten Vergangenheit, ja, gab es eine Entscheidung in Sachen Liebe. Und du hast aus dem Herzen gewählt. Ja. In deinem Geist, ja. Das, was in deinem Bewusstsein ist, ist, dass der Herz verletzt ist. Ja, dir wurde das Herz gebrochen und das spürst du. Das ist dir bewusst, dass da noch nicht alles geheilt ist, lieber Steinbock. Ja? Und du bist in einer Frequenz, in einer Energie, wo du
wo es sehr darum geht, dass in Sachen Liebe was so die Dinge ausgeglichen sind. Ja, du bist ja Single und offen für eine Partnerschaft und du bist ja selbst von der Energie her im Ausgleichen, ja. Und es dürfte dann nicht immer alles so ausgeglichen gewesen sein, ja. Es liegt da diese Entscheidung in der jüngsten Vergangenheit vom Herzen für oder gegen etwas oder jemanden, ja, oder innerlich auch. Oft hängt man ja innerlich noch an einer Situation oder an jemanden, ja. Und es geht da, du bist in einer Situation, wo du dich emotional rauslöst, ja. Eine Situation verlässt oder emotional dich von jemandem verabschiedest oder, ja. Also, es ist ja so, dass eine Trennung zum Beispiel schon lang zurückliegen kann, aber emotional sind immer noch Fäden da. Verbindungsfäden. Ne? Und da nimmst du Abstand davon und löst dich emotional gerade raus, eben weil nicht alles ausgeglichen war. Das ist ein Mitgrund, ja? Lieber Steinbock, wenn du dich da wieder findest, dann schau sehr gern weiter. Wenn nicht, schau bitte der Aszendentzeichen, Sonnenzeichen oder Mondzeichen, gell? Das Unterbewusste von dir ist bereit für eine Wunscherfüllung in Sachen Liebe. Ja? Wenn man den Sternling, du hast Visionen und die sind schon sehr, sehr verankert in Sachen Liebe. Du hast Wünsche, du hast Visionen, langfristige Ziele in Sachen Liebe. Und bist darin auch sehr klar, ja. Und diese Klarheit wirkt in dein Unterbewussten, ja. Und das Unterbewusste hat ja einen viel größeren Anteil als das Bewusstsein. Wie bekannt ist, ja. Also ich glaube, so um die 90% wirkt unterbewusst. Und 10% ist ja nur bewusst, ja. Also sehr, sehr schöne klare Energie, ja, die da vorhanden ist bei dir. Weiters ist es so, dass das muss ich jetzt erst vertiefen, bevor ich dazu was sage. Da geht es um die Vergangenheit. Lieber Steinbock, du bist da ein Stück weit dabei, die Vergangenheit zu analysieren. Du erscheinst als Königin der Schwerter. Du weißt, ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, dann drast es entsprechend um. Ja. Und du blickst da in die Vergangenheit. Die fünfte der Kelche, ja. Und vor allem auf, also entweder war eine Konkurrenzsituation oder du hast dich in Konkurrenz gefühlt, ja. Das sagen die Karten. Es war auf alle Fälle so eine Situation oder Energie in der Vergangenheit, in Liebesdingen, der Auseinandersetzungen, ja, Streit, Auseinandersetzung,
Immer hat es irgendwie was gegeben, gell? In der Vergangenheit, gell? Und ich sag mal, für 70, 80%, wenn du da mit dabei bist, für 70 bis 80% aller Steinböcke, die sich da wiederfinden, war es auch eine Konkurrenzsituation, also wo jemand anderer, also war mal in Konkurrenz mit einer anderen Person, ja. Ob man jetzt wollen hat oder nicht, auf einmal gab es da jemand anderen. Ja, siehst du auf die fünfte Stäbe, da sind einfach mehrere Menschen drauf, die da um etwas kämpfen oder einfach wo es Auseinandersetzung gibt und Reibung, ja. Und du bist dabei, dass du das analysierst. Ja, das war ja in der Vergangenheit, das ist ja jetzt nicht mehr, es gab ja dann auch diese Entscheidung, die jüngsten Vergangenheit und auch, wo noch emotionale Bänder und Verbindungen da waren, bist du da jetzt wirklich am Verabschieden. Bei den Acht der Kelchen, das ist ja so eine Energie, weißt du, man lässt die Emotionen sozusagen los, die da sind, die Acht der Kelche lässt man los, die verlässt man, um zu den Zehn der Kelchen aufzubrechen, ja, über Begegnung, die Zwei der Kelche, ja, wo sie zwar einfach von Herz zu Herz begegnen und Acht und Zwei ergibt Zehn und das sind die Zehn der Kelche und das ist die absolute Verbindung in Liebe und dass man gemeinsam einfach den Weg geht. Ja, also du machst dich auf den Weg zu einer wirklich erfüllten Beziehung und lässt das Alte hinter dir, emotional gesehen, gell? Und bist am Analysieren als Königin der Schwerter. Ich hoffe, man sieht das so. Das blendet ein bisschen, gell, lieber Steinbock. Gut. So schauen wir aus. Weiter geht's. Ich musste was klären und vertiefen, ja, lieber Steinbock. Es gibt da nur Energie. Da spielt wieder die Ex-Beziehung rein. Der Ex-Partner liegt da. Und zwar, das wird Thema im Juni, ja. Da gab es ganz böse Streits und sehr, sehr viele Verletzungen. Ich schaue mal, in welcher Art das Thema wird. Ja, im Juni. Steinbock, es kann sein, dass sich diese Person meldet. Ja, also real einfach anruft oder dir schreibt. Aber es sind eigentlich mehr Anzeichen, dass du die Energie dieser Person spürst. Dass es im Feld ist, dass du vielleicht von dieser Person träumst und vor allem von diesem Schmerz, der da war. Also die fünfte Schwerter, dessen, was ist du spürst es einfach, vielleicht hat sie auch diese Person gern melden und du merkst es in der Frequenz, ja. Du erscheinst da als Hohepriesterin plus Königin der Stäbe und das ist schon eine sehr, sehr stark intuitive Energie, ja. Du spürst es, ja. Also mit Sicherheit möchte sich diese Person melden, ja.
Und du merkst es, ja. Vielleicht merkst du sie wirklich, ja. Also im Realen. Aber es ist so, dass du mit dieser Person sehr starke Verletzungen bis hin zum Betrug verbindest. Da war nichts Gutes. Geheimnisse auch. Verrat, das ist auch noch da. Also das wird im Juni Thema. Hast du Steinbock? Interessant. Weil wir ja da die 8er Kelche haben, das heißt, du löst ja emotional wirklich raus. Und es kann sein, dass der Ex das gespürt. Sehr spannend. Danke übrigens für dein Abo, lieber Steinbock. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich herzlich ein. Das ist kostenfrei. Glocke drücken nicht vergessen, dann verpasst du kein Videogeschenk mehr von mir. Du wirst dann informiert, sobald es online geht. Das ist eine super Geschichte. Danke für dein Like, wenn es dir taugt, wenn du da was an spirituellen Impuls oder mehrere sogar mitnehmen kannst. Und danke fürs Teilen von meinem Kanal, sodass möglichst viele Menschen von diesen spirituellen Impulsen profitieren können. Ich freue mich sehr, lieber Steinbock. So siehst du dich. Die vier Schwerter. Du siehst dich in einer Frequenz, wo einfach Dinge heilen müssen, wo du Ruhe brauchst. Ja, also in Sachen Liebe bist du im Moment nicht schnell unterwegs, sondern sehr passiv, ja, in Wahrheit. Also das ist sozusagen der Ist-Zustand. Ja, du bist einfach miert. Da ist ja viel passiert, weißt du, Steinbock? Was kommt von außen auf dich zu? Da kommt eine gute Gelegenheit auf dich zu. Die Page der Münzen. Ja. Eine Gelegenheit, wir legen ja auf die Liebe. Ne? Dass etwas langsam, in kleinen Schritten, es ist der Page, ja, sich aufbauen kann. Ja, aber es kommt durch jemand auf dich zu oder eine Gelegenheit. Ja. Ich werde es noch näher beleuchten. Kann sein übers Internet oder dass die Person ein weiter Weg wohnt. Ja, wir haben da die Welt. Das ist ein Anzeichen fürs World Wide Web oder eben größere Entfernung. Übers Internet oder ja, einfach Chats oder so, diese Ebene ist es ja. Sehr interessant. Es ist so, lieber Steinbock, dass du da Schau das an. Die Sorge hast, du siehst, wie diese Frau da wirklich ja, in einer sorgenvollen Stimmung ist. Sie kann gar nicht schlafen.
Wir haben zuerst die fünf Stäbe gehabt, diese Konkurrenzsituation, ja, der Sorge ist, bei dem, was da auf dich zukommt oder die Person, die auf dich zukommt, dass da wieder einfach eine Konkurrenzsituation entstehen könnte. Ja. Aber das, was von außen auf dich zukommt, zeigt sich eben auch. Also dieser Mensch, der Magier liegt und den deutet er wirklich als Person in dem Fall. Sehr charismatischer Mensch, vielleicht auch spirituell, der Magier eben. Und dann die Mäßigkeit, ja. Das heißt, die Energie ist sehr angenehm, sehr ruhig, sehr ausgeglichen, gemäßigt eben, ja. Also da liegt kein Drama oder was. Und deine Befürchtungen sind eben, dass da wieder Konkurrenz ist und du machst dir da wirklich Sorgen, ja. Also, so wie es mir jetzt mal ausschaut, ist es in dem Fall unbegründet, ja. Steinbock. Deine Sorgen, Hoffnungen. Sorgen oder Hoffnungen. Da liegt ein potenzieller Partner. Der König der Stäbe. Schauen wir mal, ob das auch Hoffnung oder Angst ist. Das ist eine Hoffnung, denn du schaust dir dieses Orakel, weil du Single bist und offen für Partnerschaft bist. Und das ist definitiv eine Hoffnung, weil neben dieser Person, vielleicht kennst du die schon oder stößt es einfach vor, ja. Es ist also selbstbewusste Person, König der Stäbe, ja. Sehr erotisch auch, also erotische, charismatische Ausstrahlung. Und sehr tatkräftig. Und wir haben da die vierte Stäbe, das ist die Seelenpartner, eine der Seelenpartnerkarten. Also, dass es da zu Treffen kommt, bis hin zu einer Partnerschaft. Also, die vierte Stäbe ist schon eine Partnerschaftskarte, ja, gepaart mit dem Rad des Schicksals. Also es ist so, nachdem du das Orakel schaust, weil du eine Partnerschaft möchtest, ja, sonst würdest du kein Single-Orakel schauen. Ja, interpretiert es schon als Hoffnung. Ja. Entweder gibt es da einen bestimmten Menschen, ja. Oder du hoffst eben auf einen Menschen mit diesen Charaktereigenschaften, die ich vorhin genannt habe, dass dir das Schicksal, ja, diesen Menschen, schickt, ja, oder schenkt, eine Verbindung mit diesem Menschen, ja, Partnerschaft, das Schöne. Das ist der Wunsch. Gut. Die entferntere Zukunft führt wieder in eine Entscheidung. Wir haben da die Gerechtigkeit. Da geht es wieder darum, okay, Entscheidung. Sehr spannend bei dir, lieber Steinbock, weil das in der jüngsten Vergangenheit war und jetzt führt es wieder im Juni, ja, in entferntere Zukunft. Wieder eine Entscheidung. Ich vertiefe das noch. Was wird da entschieden? Um welche Entscheidung geht es da? Es geht um eine intuitive Entscheidung. Du spürst es. Die Hohepriesterin, ja. Das ist sehr viel innerer Prozess, lieber Steinbock.
Und zwar innere Entscheidung. Du spürst ganz besonders hin, was dir der Intuition sagt, ja? Aber in welcher Angelegenheit wird da entschieden? Es geht um die Zukunft und es geht um eine Entscheidung, also erst einmal geht es um die Entscheidung, dass du die Vergangenheit hinter dir lässt. Bei den drei der Stäben siehst du, dass der die Vergangenheit hinter sich lässt und nach vorne schaut. Es ist eine Entscheidung mit Intuition, aber auch analytisch, also mit, man kann sagen, Kopf und Herz. Also du hörst auf diese, du nimmst da diese Zeichen von außen wahr und es geht dann darum, es geht um die Zukunftsgestaltung in Sachen Liebe. Ja. Mehr sagen die Karten nicht. Es geht darum, dass du die in Sachen Liebe veränderst im Sinne von weitergehst. Und zwar die sechste Schwerter, das ist eine Energie, weißt du, dass du von diesen emotionalen Dramen, ja, in eine Zeit gehst, wo es der emotional gut geht, also wo eine angenehme, ruhige Stimmung ist. Ja? Und wo du Meinungen oder Menschen, die dann irgendwas sagen, ja, zu diesem Weg, ihr richtig aus dem Weg räumst, ja, also das lässt du nicht zu, diese anderen Meinungen, ja, die sechste Stäbe ist einfach eine Kommunikationskarte und die sieben der Stäbe ist so diese Abwehr auch von diesem, ich kriege aber durch, das hat damit zu tun mit diesem neuen Weg, ja. Dann sind da so Meinungen und du wehrst diese Meinungen einfach ab. Falls da jemand sich dagegen stellt, ja. Gut. Steinbock. Schön, dass du mit dabei warst. Das war mal die Info für den Juni für dich, lieber Single. Gut. Dann darf ich mich an dieser Stelle verabschieden und ich sage mal bis bald. Viel Segen für dich, Stella.